Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bekomme, und das ist glaube ich die Frage, die ich am meisten gestellt bekomme, wie man sich denn Zeit als Mama für sich schafft. Weil all die Tipps, die ich euch gebe, für all die braucht man ja auch Zeit. Für all die braucht man Raum. Für all die sollte man, wenn es geht, allein sein. Einige Dinge könnt ihr natürlich mit euren Kindern zusammen machen, aber es ist ja auch mal schön, Zeit nur mit sich zu verbringen. Und in diesem Video möchte ich diese Tipps, die ich dann immer wieder weitergebe, heute mal für alle zugänglich machen, was ich dann immer so sage, was ich dann immer so für Ratschläge gebe, was man tun kann, um sich Zeit für sich zu schaffen. Das Ding ist immer, ich kann euch diese Ratschläge geben, aber wenn es nicht eure oberste Priorität ist oder wenn ihr nicht bereit seid, diese Wege zu gehen, dann wird es halt auch nicht funktionieren. Aber wenn ihr bereit seid, Dinge zu organisieren, Kompromisse einzugehen, damit ihr Zeit für euch habt, dann sind das hier meine Tipps für euch. Starten wir mal damit, wenn ihr jetzt ein bisschen weiterdenkt. Ihr wollt einmal im Monat 2 Stunden nur für euch Zeit haben. Das ist etwas, was relativ einfach machbar ist, weil man dann nur einmal im Monat eine Person für 2 Stunden braucht. Und wer könnten diese Personen sein? Kann euer Partner sein? Können Oma und Opa sein? Geschwister sein? Tanten, Onkel? Freunde? Aber hier ist der wichtigste Punkt, ihr müsst halt fragen. Also die wenigsten Leute werden auf euch zukommen und sagen, Mensch, willst du nie mal wieder Zeit für dich haben? Ich würde kommen und ich würde mir die Kinder holen. Das machen tatsächlich die wenigsten. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Also ich bin eine Freundin, ich gehe auf meine Freundin zu und sage, ich würde, sagt wann. Das habe ich jetzt schon mehreren Freundinnen angeboten. Und tatsächlich nehmen das die wenigsten in Anspruch. Also viele kommen und, oh, ich würde mal gern wieder und mein Partner und ich würden gern mal wieder. Und dann sage ich, ja, okay, ich komme, sag Bescheid wann. Und dieses dann wirklich auch Bescheid sagen, tun die wenigsten. Also geht auch als Freundin auf eure Freundin zu und sagt, ich mache das wirklich, ich habe überhaupt kein Problem damit, bitte komm auf mich zu und frag mich das. Und so werden dann auch Leute auf euch zukommen. Also ihr müsst fragen und es ist nichts Schlimmes und niemand wird denken, oh, was, will die nur Zeit für sich haben? Was denkt ihr eigentlich, wer die ist? Es wird niemand von euch denken, vor allen Dingen nicht andere Mütter. Und deswegen geht offen auf die Leute zu und fragt einfach. Und vielleicht schafft ihr dann einfach auch eine monatliche Regelung, wo es eine Routine wird. Immer derselbe Tag, von mir aus jeder dritte Samstag im Monat, von 14 bis 16 Uhr ist eure Zeit. Und dann könnt ihr damit schon planen und könnt euch überlegen, was ihr in dieser Zeit tun wollt. Weitere Möglichkeiten sind noch Babysitter. Wie kommt man an Babysitter? Es gibt so eine Seite, die nennt sich betreut.de. Ansonsten habe ich meine erste Babysitterin darüber gefunden, dass sie bei uns im Kindergarten ein Praktikum gemacht hat und sie mich gefragt hat. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch auf die Praktikanten zugehen oder einfach einen Aushang im Kindergarten machen, dass man einen Babysitter sucht. Eine andere Möglichkeit, so habe ich meine zweite Babysitterin gefunden. Ich habe einfach im Freundeskreis gesagt, hey, ich suche jemanden. Und dann kam eine Freundin auf mich zu und sagte, hey, ich habe hier jemanden. Ihre Geschwisterkinder sind so alt wie deine Kinder und es hat wirklich tatsächlich sehr, sehr gut gepasst. Muss man natürlich auch ein Stück weit Vertrauen haben und loslassen können. Ansonsten sind auch noch Möglichkeiten Leihomas. Also viele ältere Damen haben einfach die Enkelkinder nicht hier in der Gegend und würden aber gerne auf andere Kinder auch aufpassen. Warum auch nicht? Man muss fragen, man muss sagen, ich suche jemanden. Wenn das niemand von euch weiß, wird niemand auf euch zukommen. Und dann aber auch aktiv suchen. Schauen, was gibt es für euch in der Region für Angebote. Halt, wie gesagt, solche Seiten wie betreut.de zum Beispiel einfach auch nutzen. Da findet man auf jeden Fall jemanden. Und ihr könnt die Leute ja im Vorfeld kennenlernen. Ihr könnt die ersten paar Male mit dabei sein. Ihr könnt dann einfach nur in einem anderen Raum sein, während sie mit euren Kindern hier alleine sind. Oder. Das ist erstmal so für größere Geschichten. Wenn man jetzt aber mal denkt, okay, ihr wollt jeden Tag ein paar Minuten für euch Zeit haben. Und da reichen schon wirklich 5 Minuten. Ich plädiere aber sehr dafür, sich jeden Tag wirklich Zeit für sich zu nehmen. Wie kann man das natürlich nun organisieren? Offene Kommunikation mit dem Partner. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wir Frauen stecken da oft zurück. Ach, der Mann, der hat ja den ganzen Tag gearbeitet und jetzt hätte der gern seine Ruhe. Ja,
Wir haben auch den ganzen Tag gearbeitet. Noch härter als die Männer meistens. Und deswegen nicht immer zurückstecken, einfach offen mit dem Partner kommunizieren. Ich hätte gern jeden Tag von 17 bis 17.30 Uhr Zeit für mich. Aus den und den Gründen, ich möchte das und das machen. Einfach offen kommunizieren, offen miteinander reden. Ansonsten kommt es natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, habt ihr mehrere Kinder, heißt, können die Kinder sich miteinander beschäftigen? Wie offen könnt ihr da mit den Kindern kommunizieren? Also bei uns ist tatsächlich auch möglich, dass sich die Kinder auch mal eine Zeit lang allein miteinander beschäftigen. Ich habe so eine kleine Trickkiste, da sind Spielsachen und Dinge drin, die sie sonst von mir nicht bekommen, mit denen sie sonst nicht spielen. Das ist für sie dann was Besonderes. Und da wird auch ganz offen kommuniziert, ich mache in der Zeit das und das, ich brauche das, weil in der Zeit dürft ihr das. Also dieses Geben und Nehmen, das ist bei mir etwas, was super gut funktioniert. Ich erkläre den Kindern, ihr wollt das und das von mir, dann möchte ich jetzt das und das von euch. Dieses gegenseitige Geben und Nehmen, das kommt bei denen auch auf jeden Fall total an. Was ist in meiner Kiste drin? Also da ist zum Beispiel Kinetic Sand drin. Mit dem dürfen sie sonst seltener spielen. Ich hasse den Dreck, den der macht, aber das ist mir dann wert. Sticker zum Beispiel. Dann hebe ich gerne mal irgendwelche Kartons auf, weil dann bekleben die halt mit Stickern und bemalen die und dies und das. Oder es sind dann halt so Besonderheiten wie, da darf dann ausnahmsweise mal Wasser in die Hot Wheel-Bahn oder die dürfen sich so eine Pfütze Wasser in der Badewanne einlassen und dann ihre Pferde und Autos waschen oder. Kommt natürlich immer darauf an, für was sich eure Kinder so interessieren. Oder wenn ihr im Alltag selten Fernsehen guckt, ist da das halt mal das Besondere, dass die eine halbe Stunde gucken dürfen und ihr in der halben Stunde meditieren gehen könnt oder was auch immer ihr gerne tun wollt. Ich glaube, das Wichtigste ist so diese Kommunikation, auch zu sagen, was man tun möchte und warum. Offen sein und fragen, andere Leute um Hilfe bitten. Sie fragen, ob sie das für euch tun können. Es wird in den seltensten Fällen jemand auf euch zukommen und sagen, hey, komm, ich würde gern, ich mache das für dich. Auf der anderen Seite würde ich euch das aber jetzt mal von der anderen Perspektive als Freundin, als Schwester raten, sag das anderen Mamas. Ich passe auch gerne mal auf deine Kinder auf, nimm dir die Auszeit. Ne? Ist auch wieder so dieses Gemeinschaftsgefühl. Ich habe gerne Auszeit, also ermögliche doch auch dir gerne die Auszeit. Und das kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Ne? Also meine Freundin, die hat noch ein kleines Baby. Und wenn es dann ein bisschen wärmer ist, ich sage einmal die Woche, ich gehe mit der 2 Stunden spazieren, hast du einmal die Woche 2 Stunden Zeit für dich. Wisst ihr, wie wahnsinnig wertvoll das ist, wenn man ein Baby zu Hause hat und einmal die Woche 2 Stunden Zeit für sich hat? Und es geht aber nur, wenn man eine Person hat, die dann auch kommt, die das anbietet, auf die man zurückgreifen kann. Und wenn ich so jemanden in meinem Umfeld nicht habe, muss ich mir ein entsprechendes Umfeld schaffen. Also man kann ja auch geht man halt in Krabbelgruppen, in Facebook-Gruppen, was auch immer und sagt, hey, ich suche so eine Gruppe von 3 bis 5 Mamas und einmal die Woche ist eine Mama dran, die frei hat, die ihre Kinder zu den anderen Mamas bringt und so gehen wir reihum. Also einfach auch Gleichgesinnte suchen. Wenn man etwas möchte, muss man meistens auch etwas dafür tun und da kommt dann halt dieser Knackpunkt, ne? Dieses, ich habe keine Zeit für mich, ich würde ja gerne, aber ich habe keine Zeit für mich. Dann tu was dafür. Dann schaff dir diese Freiräume. Und ich hoffe, dass dir diese Tipps ein bisschen weiterhelfen konnten. Hab das Selbstbewusstsein, hab den Mut, auf andere Menschen zuzugehen und sie einfach um Hilfe zu bitten. Vielleicht habt ihr aber auch noch Tipps, wie ihr euch Zeit für euch schafft, für euch Freiräume schafft. Dann schreibt das jetzt super gerne unten in die Kommentare. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.